Technology. Vielen Dank für EA für die Erlaubnis, dieses Spiel streamen zu dürfen. Dankeschön. Du. 43%. What? Ich dachte, wir wären da viel weiter. Ah ne, bei Shadow of the Tomb Raider waren wir bei 70%, ne? Ah, ärgerlich. Gut, wir sind hier... Ah, okay, ich erinnere mich, wir hatten hier bei dieser halbnackten Troller, die Blut heult, gespeichert. Da lang müssen wir. Das hatte ich beim letzten Mal gemacht, aber... Boah, leck das. Ich weiß nur nicht warum. Oh. Ernsthaft. Super. Habe ich das doch noch geschafft. Gibt es hier irgendein Geheimnis? Nee. Der Brandherd war relativ leicht zu bestimmen. Erst geriet die Bibliothek in Brand, verheerend wurde es, als die Gasleitung explodierte. Ja, ja, damals war das halt nicht so super wie heute. Liddell. Dinah hat mir das Leben gerettet. Ich überlebte, weil sie mir den Fluchtweg wies. Ich habe die Lampe nicht in der Bibliothek gelassen und Dinah hat sie nicht umgestoßen. Die Lampe und Dinah waren oben, als ich ins Bett ging. Sag Dinah Bescheid, war bei wenn mir es zu laut im Zimmer, ist. Als das Feuer ausbrach. Also das Spiel. So, durch das Wunderland erinnern wir uns, dass es gar nicht so... das ist die Sachen, die man der Alice einredet. Sie hätte das Feuer gelegt, weil sie die Lampe in der Bibliothek verloren hat. Die Katze hätte die Lampe umgeschmissen. Das kann alles gar nicht stimmen. Sie erinnert sich jetzt wieder. Das bedeutet... Gibt es da vielleicht noch mehr? Wie viele Zähne haben wir eigentlich? 398. Kann ich eine Waffe upgraden? Nein. Ich sollte die Bomben vielleicht gegen diese Wespen benutzen. Vielleicht ganz geil mit den Bomben. So. Kämpft doch mal. Das ist schrecklich, oh große Raupe. Warum hast du uns verlassen? Die Tür ist verschlossen. Nur wer die Glocken in richtiger Abfolge erklingen lässt, kann sie öffnen. What? Eine zweifelhafte Ehre, nehme ich an. Ja. What? So weit, ja, geht ja eigentlich. Mist. Nochmal. Komm zurück, Justin.
Sag Bescheid, wenn das Spiel zu laut ist. Ich habe es jetzt bei mir relativ laut eingeschaltet. Die Melodie ist in mein Gedächtnis eingebrannt wie Funkel, Funkel, Fledermaus. Funkel, Funkel, kleiner Stern, warum bist du Geh mir so fern? Geh zu dem Baum, hilf unseren Brüdern. Ja, ja, mache ich ja, ist ja kein Problem. Aber ich will erstmal hier die... Jawohl. Ich find's geil, dass das Pferd dann noch anfängt zu wiehern. Alles klar, super. Mein Problem ist halt, ich bin diesmal auf euch angewiesen, weil ich jetzt nicht einfach Twitch aufmachen kann und kann's mir... Musik zähmt unsere niederen Triebe, Alice. What? Liebe, das Klavier steht nicht nur zur Zierde da. What? Musik übt unsere niederen Triebe? Das hört sich falsch an. Nee, wie gesagt, normalerweise kann ich ja bei YouTube ja schnell die App öffnen und dann kann ich das selbst nachprüfen. Das kann ich bei Twitch leider nicht, weil meine Devices so alt sind. Das bedeutet, diesmal von wegen Sound und allem drum und dran bin ich so ein bisschen auf euch angewiesen. Ja, ich habe es auch bei mir ein bisschen lauter stehen. Das Mischpult ist ein bisschen lauter. Von daher höre ich Alice sehr laut. Aber da OBS ist ja auch noch mal... Ding hier platt macht, weil die spawnen nämlich immer wieder weitere Wespen. Von daher erstmal das Gebiet so ein bisschen erkunden. Was zum Geier? Wie soll ich denn das schaffen? Mistsau. Du Elender. Hier noch irgendwas? Alter Schwede, der hat mich zu viel Energie gekostet. Dieser Halunke.
Warum wird mir bei Twitch nur ein Zuschauer angezeigt? Da müssten noch mindestens zwei da sein. So, gibt's hier irgendwas? Weil Alice ist kurz vor der Hysterie. Ich habe jetzt keine Lust zu sterben. Ah, ich verlasse das Wunderland wieder. Super! Rutsche! Yay! Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Lieber mal ein bisschen langsamer rumeiern. Einfach mitzunehmen, was geht. Ich hätte es natürlich auch so machen können, aber mit der wenigen Energie möchte ich das jetzt nicht riskieren. Och nö. Sieht für mich wieder nach Kampf aus. Okay, in diese dieses Gefilde muss ich rein. Gut. Vielen Dank, kleine Gegner. Ihr habt mir zwar einen kleinen Schrecken eingejagt, weil ich nicht mit euch gerechnet habe. Gut, kann ich nicht kaputt machen. Kann ich das öffnen? Ja, bestimmt. Aber irgendwie anders. Na. Lass mich raten. Das geht so nicht. Soll ich einen Dit machen jetzt? Geht das jetzt wieder nach unten? Ja, ne? Nee, doch nicht. Okay. Black. Oh, das Spiel ist so Müll. Manchmal. Ist einfach nicht gut programmiert. Zähnchen, Zähnchen, Zähnchen. Die Alice verliert ihre Zähne. Lalala. Nee, das wollen wir ja nicht, ne, Mädchen. Und die anderen können von mir aus alle so hässlich bleiben, wie sie sind. Lass mich raten, das Ding muss ich irgendwie aufmachen, oder? Nee? Okay. Ist egal. Erstmal hier lang gehen. Da nehme ich was Goldenes gesehen. Yeah, goldene Flasche. Was haben wir denn hier? 1 von 4. 6 von 11. Das bedeutet, wir haben noch ordentlich was zu tun. Achso, ich habe ja noch diese komische. Warte mal, kann ich hiermit irgendwas machen? Tee kann Bazooka. Nee, kann ich nicht. Okay. Ups.
Komm, schieß. Schieß, Bubi. Komm, ich habe gesagt, du sollst schießen. Schieß, schieß, schieß. In your face. Komm, zeig dein Köpfchen. Okay. So eine Blume hätte vielleicht vorher auch da sein können. Da hoch muss ich. Lass mich raten, ich muss erst darüber und so einen ganzen Geschiss. Ich weiß, dass da was ist. Wunderbar. Super. Wunderbar, Alice. Die kommen jetzt nach oben. Und dann gibt's da irgendwas. Wetten? Ich hab's gewusst. Ich weiß nur nicht, ob die Hasenbombe da so notwendig ist für. Mit der Teekannen-Bazooka sieht das alles. Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Okay. Buggy, Schluggy. Geht's hier weiter? Geht's hier hoch? Soll ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Muss ich hier hoch? Bin mir gar nicht so sicher, wo ich hier wirklich lang muss. Doch, okay, hier muss ich lang. Das bedeutet, hier möchte ich lang. Eieiei. Das Knacken war mein Genick. Gut, keine Ahnung, wozu die Alice die Flaschen braucht. Bei den Erinnerungen kann ich es verstehen, bei den goldenen Flaschen auch, aber die normalen Flaschen, ich weiß nicht, was sie bringen. Aber, naja. Will ich mich mal von meinem Instinkt leiten lassen. Ansonsten gibt es hier nichts. Gut, dann will ich mal hier weiter. Hoffentlich treffen wir diese hässliche Raupe bald. Feinde, die von der T-Kanone direkt getroffen werden, erleiden den meisten Schaden. Das ist mir schon klar. Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen, aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Super. Das ist wunderbar. Euch helfen.
Schlucki, Schlucki. Nicht mit der Alice. Denn wir haben einen Regenschirm und eine Pfeffermühle und ein Steckenpferd. Wir sind gerettet! Unsere Wohltäterin! Ihr seid frei, meine Tomatenmesser. Freunde. Und Hasen. So, ich hab doch da schon wieder eine Schweineschnauze Ich hör's doch. Die Frage ist, wo? Ich höre dich, Schweineschnäuzchen. Warum muss ich immer mit dem Kopf mitgehen, wenn ich nach oben gucke? Da. Kann ich die von hier unten pfeffern vielleicht? Ja. Super, wunderbar. Gut, hätte ich vielleicht auch direkt hier gekriegt. Money, money, money. Ja, Zähnchen, Zähnchen, Zähnchen. Oh ja, die Teekanne. Ah, jetzt haben wir eine silberne Teekanne. Super. Und sonst gibt's hier nichts mehr. Lass mich raten, die Dinger pusten mir gleich. Das hört sich wieder falsch an. Die Dinger werden mir bestimmt unter das Röckchen pusten. Keine Ahnung, warum das jetzt geleckt hat. Na gut. Kette ziehen. Braves Mädchen. Das machst du fein. Guck, ich hab's gewusst, dass sie mir wieder unter das Röckchen pusten werden, dass ich nach da oben komme. Aber da komme ich so einfach nicht hin. Okay. Ach Mist. Einmal falsch daneben gesprungen. Yo. Schwarz. Es ist doch unglaublich. Warum sterben die nicht? Die kommen also immer wieder. Ich verstehe. Och, Mann! Also hier ist einfach flüchten die Devise. Oh, diese dreckigen Bastarde. Die gingen mir gerade so auf den... Die haben mir gerade so ins Korsett gespuckt. Ich darf hier das... den schwarzen Glibber hier nicht berühren, sonst bin ich ganz schnell wieder am Anfang. Ich find's ja goldig, wie so invertierte Steuerung. Verbanne das Unerfreuliche aus deinem Geist, Alice. Weise den Schmerz zurück wie das Abstoßende und Verdorbene. Vergessen ist eine Kunst.
glaube, das Spiel ruckelt. Och, Mann. Ich meine, es wäre kein Problem, wenn ich die besiegen könnte, aber das kannst du ja nicht. Die kommen ja immer wieder wie so ein Pickel am Arsch, ey. Weißt du? Schluck weg. Aber diese Knödeldödel sind ja gleich wieder da, ey. Voll eklig, Mann. Okay, hier kommt ein Pilzchen raus, wenn ich hier irgendwas aktiviere. Wetten. Jo. Gibt's da aber noch was? Nee. Ich muss den nur befreien. Er kann mit mir nicht quatschen. Hier gibt's keinen Raum. Hier gibt's nichts. Ich würde den ganzen Tag nur saufen, ey, die olle Schrapnelle. Nein! Die Kanone ist cool. Sag ich nichts gegen. Hier noch irgendwas? Das ist mir ein bisschen komisch, dass es hier strikt nach oben geht. Aber na gut. Will mich mal nicht beklagen. Umzingelt von Feinden, bahne dir einen Weg mit, habe ich nicht gelesen. O mächtiger Falter, o schlafender von Bergen, die dankbaren Tiere kennen ihre Dankbarkeit meist gutes Ziel. Schau dir auf deine demütigen Ameisen. O ich glaube, die beten irgendjemanden an, der ihnen helfen soll, aber ich glaube, der hat keine Lust dazu. Ihr seid keine Ameisen, ihr seid. Doch, das sind Ameisen, Tatsache. Es erinnert mich so ein bisschen an Disneys großes Krabbeln, wo die Ameisen ja auch von Grillen, wie heißt's? Verdingsbums werden. Aha. Was haben wir denn hier? Ein kleinen Geheimgang, hm? Ups. Ja, das interessiert die Schnauze nicht. Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetz mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Nein! Ach, Mist. Verpetz mich nicht, Alice. Dann sind wir keine Schwestern mehr. Och, herrlich. Das hört sich anders wie die. Frischer Wind unterm Rock. Darauf hat die Alice Bock. Zum Glück hat sie noch eine Leggings an. Von daher. Jo, jo. Aber das ist ja ein Spruch von der Konji. Von daher. Ah, nee. Okay.
ich bin hier reingegangen und kam da oben raus. Alles klar. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so ein geheimer Dingsbums oder so, aber... Nö. So, wie kommen wir denn hier hoch, Alice? Hm? Hier haben wir nichts, was uns unter das Röckchen pustet. Oder? Doch, hier. So, ein bisschen frische Luft machen. Und dann... Es hört sich so falsch an. Es hört sich so falsch an. Warte mal, gibt es hier unten irgendwas? Nö, gibt es nicht. Alles klar. Wo bist du? Beobachte, lerne und reagiere. Ach, da oben bist du. Beobachte, lerne und reagiere. Ja, ist mir schon klar. Oha. Jetzt ist aber die Luzi am Dampfen. Ich bin doch... kann ich auf den drauf? Ach Quatsch, ich verbrenne schon nicht. Ah, hier geht's weiter. Okay, dann will ich erstmal diesen Redundant-Raum machen. Ihr müsst mich ja alle für einen richtig perversen Drecksack halten, immer wenn ich das kommentiere, dass der Alice unter einen Rock gepustet wird. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Und ich meine es auch so. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Ich habe genug Waffen. Ihr Mümmelmänner. Hallo. Ausgereicht? Ernsthaft? Och. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Ja, ja, ist ja gut. Yay, mal die Rose an. Hier mal Mandala-Buch oder was? So, ich gehe jetzt hier durch. Ich muss dieser Flamme also ausweichen. Sie macht nämlich Aua. Das ist aber klar. So.